Finaltag des Schülerliga-Turniers im SEK-Stadion in Salzburg. Nach Regen und Sturm war der Finaltag begleitet von der Sonne. Bei der 45. Sparkasse Schülerliga-Bundesmeisterschaft begegneten sich die vier besten Mannschaften in einem großen und kleinen Finale. Turnier war super organisiert. Location Salzburg ist eine wunderschöne Stadt, hat uns als Trainerteam und den Kindern extrem gut gefallen. Und generell die ganze Organisation rund um alles, was mit der von der Sparkasse gekommen ist, das war wirklich super. Mit einem Blick auf die Feste und Hohen Salzburg bot das SAK-Stadion den passenden Hintergrund für dieses Spektakel. Im kleinen Finale stoßen die favorisierten Kärntner auf das Team der MS Wörgl. Die Spieler des BG Lerchenfeld gingen nach wenigen Minuten durch ein Tor von Oskar Frank bereits in Führung. In der 9. Minute erhöhte Philipp Friesnegger auf 2:0. Die Tiroler Mannschaft von Markus Eberharter konnte sich nach einem erneuten Doppelpack von Moritz Nedved aufraffen. Noch vor dem Ende der ersten Halbzeit gelang der Mannschaft von Eberharter der Schönheitstreffer durch Philipp Kenigartner. Somit gingen beide Teams mit einem Halbzeitstand von 4:1 in die Pause. Die zweite Hälfte startete mit etwas weniger Elan und es dauerte bis zur 52. Minute, bis sich Jan Pecksieder mit dem 5:1 auch in die Torschützenliste schreiben durfte. Mit diesem finalen Ergebnis erreichte die Mannschaft des BG Lerchenfeld den 3. Platz. Alles rausgeholt, was wir kennen und man kann halt nicht viel machen. Einfach. Voll drauf gefreut auf das Turnier und dann, wir haben selbst nicht damit gerechnet, dass wir so weit kommen werden und die Stimmung war super und die Stadt ist auch, hat voll Spaß gemacht. Mit den Mitspielern zum Spielen einfach Fußball und die viertbeste Mannschaft ist auch nicht schlecht einfach. Ja, wir haben auch gegen Tirol bereits in der Gruppenphase gespielt, da haben wir da 1:1 gespielt und darum habe ich schon gemerkt, dass wir eigentlich ein wenig die bessere Mannschaft sind. Die Jungs können mitnehmen, dass wir auf einem sehr hohen Niveau mitspielen können und trotzdem, dass wir noch Luft nach oben haben. Wir haben halt heute vor allem auf vielen Positionen sind wir um einen Tick schwächer gewesen, ja, körperlich nicht so präsent, Zweikämpfe nicht so angenommen und auch vom Spielaufbau her kann man noch an den Jungs arbeiten. Im Finale hieß es Vorarlberg vs. Oberösterreich. Die Mannschaft des PG Mererau traf auf den Schülerliga-Rekordhalter der Sportmittelschule Linz. Bereits nach 3 Minuten brachte Torgarant Fabio Ebner das PG Mererau mit 1:0 in Führung. Für den Vorarlberger war es der bereits 11. Turniertreffer. Obwohl die Bregenzer mit Toren vorlegen, waren die Linzer die stärkere Mannschaft. Die erste Hälfte wurde von den Jungs aus Bregenz gut gespielt, aber die Linzer konnten mit Liam Ferguson schon in der 11. Minute ausgleichen. In dieser Manier ging die Partie weiter. Tor für Bregenz, gefolgt von einem Ausgleichstreffer. Fabio Ebner konnte in der 23. Minute durch einen Strafstoß die Bregenzer wieder in Führung bringen. Nach wenigen Minuten konnte Liam Ferguson erneut ausgleichen.
Dank eines Tors in der 33. Minute durch den Kapitän Noel Gunz konnten die Bregenzer mit einer Führung in die Pause gehen. Ja, wir sind schon seit Samstag hier, also doch schon eine Weile auf engstem Raum mit den Schülern. Natürlich ist es anstrengend, aber auch schön. Also wenn man bei einem Finale dabei ist, ist es immer was Besonderes. Und Salzburg als Stadt ist wunderbar und wir haben es genossen hier. Die zweite Hälfte zeigte, wie sich das heiße Wetter auf die Leistung der Spieler auswirkte. Beide Mannschaften haben sichtlich Tempo aus dem Spiel genommen. Die Linzer hatten jedoch noch sichtlich mehr Reserven. Mit zwei Tore konnte Gio Sagariev die Partie drehen. Die Linzer waren in der zweiten Hälfte klar überlegen und die Tore von Yannis Lazar in den Schlussminuten waren die letzten Tore der Partie. Mit 6:3 konnte die Mannschaft von Marco Mittermeier das Spiel und somit das Turnier klar für sich entscheiden. Es ist einfach ein tolles Turnier, wird man nicht viermal erlebbar. Tolle Mannschaft, es waren tolle Spiele, ja, und super Trainer, alles eigentlich gut in dem Turnier. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Jungs. Ich denke, es kommen immer zwei Dinge dazu. Das ist eines am Platz und das andere ist abseits vom Platz. Sie wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Sie wissen, wie sie sich auf ein Spiel vorbereiten. Ich denke, das gehört genauso dazu. Und am Platz sind sie dann eine Mannschaft. Da rennt der eine für den anderen, da kämpft der eine für den anderen. Da werden Fehler ausgebessert und dann ist man schon sehr, sehr stolz als Trainer, wenn man gar nicht mehr so viel machen muss und die Jungs wissen, um was es geht. Du besprichst Basics, du besprichst Grundlagen und sie setzen es einfach super um und sie wachsen über so einen Turnierverlauf zusammen. Und werden eine Einheit und deshalb denke ich, hat man heute im Finale gesehen. Wir sind jeweils immer wieder zurückgekommen, wir haben nie aufgegeben, wir waren immer in Rückstand in der ersten Hälfte und haben dann das Spiel, denke ich, verdient gedreht, weil wir eine hohe Moral haben und nie aufgeben und wie sagt man so schön, aufgeben tut man einen Brief. Es freut mich für alle Beteiligten, dass wir die Woche für die Schüler und Schülerinnen einfach richtig gut hinbekommen haben und wie gesagt, es ist tolles Wetter. Tolles Stadion, würdige Kulisse mit vielen Zuschauern auch im Finale und richtig erleichtert jetzt, dass das alles so gut geklappt hat. Ja. Ja, zu sehen, dass die Fans dann extra aus ihren Bundesländern anreisen, um ihre Mannschaften zu unterstützen und dann in Wahrheit mehr Wirbel machen als bei manchen Bundesligaspielen, da zeigt, dass der Fußball die Menschen echt bewegt. Das ist richtig lässig. Somit geht ein spannender Fußballtag zu Ende und auch wir sagen Glückwunsch an den Meister, die Sportmittelschule Linz.